Vorfahrt, lass mich mal frei. Mark? Ja, ich hab dich gehört. Ich bin aber auch gerade volles mit auf rechts, also das sollten wir alles hinkriegen. So. Nein. Wo waren nochmal negativ F6? Negativ. Oh, negativ. Soll er alles auch da hinfahren, Cap schon. Ja, soll er machen, ne? Die gesamte Flotte von uns fährt er wie alle zu BC hoch. Soll er Mann da hinfahren? Und anschließend gewinnt er auch noch. Dann feiere ich ihn. Dann feiere ich ihn richtig hart. So, da ist auf jeden Fall schon die NC. Ja. Bye bye Orleans. Bye bye. Ja, schön, dann der Michael Cotasso hinter uns. Ja, wir haben ja alles mit dabei. Müssen nur aufpassen. Irgendwas ist schon bei B. Jo. Einer von vier. Ja, vielleicht sogar zwei. Nee, nur einer, dann würden sie schon erkappen. Los, Mogamis, scoutet! Alter, er fährt echt alleine zu A, der. Naja, lassen Suizid machen. Selbstmord machen. Nicht unser Problem. Nein, ich komme nicht ganz an die Tippets ran. Oh, aber New York, da komme ich ran. Der erste Mogami hat schon gefressen, die zweite Mogami frisst gleich auch zwei Stück. Oh. Da kommen die nächsten drei Torps. Frische. Torpedo? Wir gehen vorbei. Juri, da kommt Torpedos, ne? Ja, wir gehen vorbei. Gib das Leben dir, Giros. Frag nach Tzatziki und Uso. Oh. Ach, Alice! Alice! Hä? Ich hab grad meinen Hund hier auf dem Arm. Das ist gerade ein bisschen blöd. Hey, Süße. Oh, was ist das, hä? Schiffe versenken spielen? Ja, spielt Härchen Schiffe versenken, meine Kleine? Oh ja, ja, ich hab dich auch lieb. Alice, komm, ist gut jetzt, okay? Kuschelmaus. Das ist eine kleine süße Verrückte. Na, wie viele Treffer hast du bisher? Es geht besser, ne? Ich hatte gerade die ganze Zeit den Berg vor mir, deswegen konnte ich nicht schießen. Zwei Treffer, ein Citadel auf der feindlichen Mogami. Läuft bei dir. Ich habe endlich meine Tirpitz im Schussfeld. Ich sehe da eine KG-Rohr in der Mitte. Ja, ich sehe sie. Ich kann ja aber gerade schlecht was dran machen. Sechs Treffer auf der Tirpitz. Oh. Ich nehme den salzigen Wikinger da vorne. Welchen salzigen Wikinger? Ach so! Salty Viking. Na, Atago. Atago. Wir fragen bloß, ob die noch mehr Schiffe eigentlich so von diesen ALP-Reihe noch rausbringen. Bestimmt.
Naja, schon relativ nice. Die werden da bestimmt noch einiges rausbringen. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt auf einmal komplett lassen. Ich hoffe dann auch noch wieder was Kreuzermäßiges noch. Wäre ja schon geil. Mich würde es ja mal freuen, wenn sie nicht immer nur diese japanischen Sachen rausbringen würden, sondern auch mal ein paar andere Schiffe. Ja, das ist leider der japanische Anime, das ist immer so. Ja, natürlich. Aber trotzdem. Schau dir mal den, die Mogami da hin an, die Monkey Nuts. Monkey Nuts? Oh, da. Oh, ja. Ja, und die Mein hat's gerade. Treffer, mein Treffer. Schön. Waren zwei Treffer plus eins Zitadelle. JJ! Wo bist du eigentlich, oder? Ich bin etwas neben dir. Drei Treffer Tirpitz. Die nicht schießen kann. Ah, wieso mal ein Dreier schossen? Okay. Hier trifft auch nicht da hinten. Da vorne sehe ich noch eine rollende Zitadelle. Ja, auf die Tirpitz kann ich leider nicht mehr schießen. Ich nehme jetzt die Mireille ins Visier. Wenn ich sie wieder sehe. Ja klar, aber der Tirpitz kann noch so perfekt timen, dass er genau beim Berg. Ah, Abpraller, Vollidiot. Okay. Leg dir das mal vor auf. Ja, voll OP, genauso vom Berg. Lol, Abpraller, Vollidiot. Hö. Ach ja. Oh, ein Haufen Torpedos. Oh. Willst du den Text nochmal umändern, Juri, mit Torpedos? Gibt das Leben dir Torpedos? Brauchst eine gute Schutzweste. All die Idioten, Tipp jetzt die auf schwimmen 8, hier doch Tipp jetzt auf direkt. 7. Bei mir sind's 10. Oh Scheiße, Juri, ich hab dich nicht gesehen, ich hab Torpedos draußen. Ich drehe ja schon weg. Am besten auch voll in die Eisen rein. Aber ich hab einen Geschützturm von der Tirpitz erwischt. Oh, und jetzt? Was mit deinen Torps? Sind vorbei, gut, okay. Oh, ich hab dich zuerst nicht gesehen, Digga. Augen auf beim Eierkauf. Oh, die fährt sich gerade. Ich trifft einen Top. Jawohl, zwei Top-Treffer. Schön. Ist auch eine schöne Salve hinterher und weg ist sie. Hast du schon geschossen? Ja, ich habe schon geschossen. Und die überlebt das. Ne, die ist live. Jetzt ist sie raus. Marine Kriegsführung Flutung. Sauber. Geil. Auch nicht schlecht. Hab ich auch noch nie. Hab ich auch noch nie geschafft. Ich habe das auch noch nicht gehabt. Und ich fahre Zerstörer, meistens. Toll. Naja, läuft. Naja, GZ. Danke. Oh, Michael. Mr. Iron, Stahlwolle. Neu, Abpraller. I've got balls of steel. Wie war's noch mit dem Kondom auf Stahl? Frauen schießen. Wieso schießt hier. Leute. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade nicht so viel Schaden gemacht habe, der scheiß Tierpitz. Ich hatte HE drin. Lol. Ich hab grad einen Citadel-Treffer gemacht. Wie viele Sekunden hat. Jetzt braucht sie ja in die dämliche Fotze. Na komm, zeig dich, Kuto. Fahr ein kleines Stückchen vor. Ach, scheiß drauf, probieren wir mal unser Glück. Hab's. Okay. Ja. Gönnen sie dir. Blöd. Oh, auf die andere Tippe, die da hinkommt. 19 Kilometer. Bei dir sind es 14. Ja, bei mir sind's. Junge, du kannst ja Mathe! Digga.
Ich bin Tischler, ich muss mit Zahlen umgehen können. Ich bin Kfz, nein. Einfach nur, nein. Ey, die will's aber gleich wissen hier. Die hat mich hier gleich direkt auf den Kieker. Hat hier was anderes auch. Aber das Geile ist noch, unser dritter Tipp ist das auch noch direkt hinter uns, ne? Läuft. Also ich so witzig finde, die ganze gegnerische Flotte ist auf der anderen Seite fährt genau entgegengesetzt. Und wir haben beide Capture Points. Nur was halt. Ja, genau! Die Kugeln gehen neben mir ins Wasser. Geschwindigkeit von denen. Nein, mein Spiel hat sich gerade einmal kurz minimiert, weil ich im Steam eine Benachrichtigung bekommen habe. Oh, läuft. Ich werde hier aber von links auch noch beschossen. Von einer, keine Ahnung, North Carolina, glaube ich. Oh, eine Mugabe fährt da draußen rum mit 3000 EP. Sinkend, weil sie brennt. Mal sehen, ob die ausbrennt. So, dann kümmere du dich mal um die eine Tippe da hinten. Ich kümmere mich jetzt um die Atago und so da vorne. Ja, alles klar. Und halt direkt auf A zu. So den Kurs. Ja. Dass man den Capture Point auch noch dann hat, falls sie um C dann erreichen sollen. Hey Atago, wolltest du ein paar Freunde vorbeigeschickt haben? Atagos haben Freunde? Ja, die haben 5x5 Torpedowerfer. Oh. Nee, naja, mit 10 Kilometer Reichweite, ne? Ja. Treffer auf Citadel bei der Tippets. Schön. Bin ich gut, junger Padawan. Willst du mich verarschen? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich finde dich. Ich tötte dich. So, aus welchem Film war das jetzt? Oh, ja. Oh, ja gut, ich brauche auf die Tippets nicht mehr schießen. Die Shimakaze hat alles an Torpedos rausgehauen, was es gibt. Ja. Die ist versenkt. Gut. Wo kann man noch hier schießen? Was haben wir hier? Na, Atago. Die auch gerade vor Torpedos flieht. Super. Ja, da kommen feindliche Torps. Von der Fubuki. Oh, die arme Tierpitz da hinten. Oh. Ja, ich gucke gerade. Nicht, dass die da noch ausweicht. Und du weißt, was die für eine Manövrierfähigkeit hat. Jo, die ist raus. Schön. Da, Shimakaze, 7 Kilometer von mir entfernt. Boah, ich hab gerade auf die Atari geschossen. Aber ich sehe die Shima. Ich kann hier nur gerade. Nein. Schön. Ah, Sieg. Ja. Und wer hat die Punkte gemacht als letztes? Ja. Ist klar. Okay. Ist klar. Na gut. Ja. Marine Kriegsführung Flutung. Oh. Freust du dich jetzt? Nö. Oh. Also wenn ich so weitermache, dann brauche ich nur einmal 100 Euro ausgeben für die Duplon. weil das Geld kann ich mir für die Yamato kann ich mir eigentlich auch zusammenfarmen. Dann brauche ich nicht extra diese Manila Galeone Gedöns dafür. Okay. Ja, weil es gibt ja einmal dieses warte mal, Manila Galeone. Noch für einen Tag minus 25% auf 100 Euro. 15.500 Dublonen und 37,5 Millionen Credits. Brauche ich nicht. Kann ich auch einmal 100 Euro oder 100 Euro ausgeben oder das, was ich brauche an Dublonen ausrechnen, was ich brauche. Ne?
Und dann wäre ich so um die 60 Euro wäre ich dann für die Yamato. Dass du dir das wieder kaufen musst, ey. Anstatt das einfach mal frei zu spielen, nein, da musst du es kaufen. Also ich werde definitiv nicht die Yamato, beziehungsweise nicht die Izumo fahren. Die ist so kacke. Erstens sieht sie beschissen aus, zweitens ist das nur so quasi ein Jagdschlachtschiff. Ne? Wo du eigentlich nur vorne, wenn du schräg zu dir vorne und dann rechts und links schräg die Breitseite nur geben kannst mit. Zweitens ist die nur ist die für eine Stufe 9er im Vergleich zu der Iowa extrem leicht gepanzert. Das stimmt. Also du kannst als Zitadellentreffer bei der landen, wenn du richtig triffst, ohne Ende. Deswegen werde ich nämlich die Yamato, die Izumo nämlich überspringen. Mach das. Und direkt auf die Yamato gehen. Naja. Und es, übrigens, das ist mein Geld. Ich habe auch nichts dagegen gesagt. Gut. Und der Pascal, der wird das